Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 8. September 2017? Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Widder und hat eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich ganz gut für etwas trennen, verabschieden, kündigen, loslassen, bereinigen, aber auch für Neuanfang. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Widder. Die Widdergeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber haben auch Glück für einen beruflichen Neuanfang. Es kommen neue Ideen, ein neuer Impuls, neue Möglichkeiten und es können die Wiedergeborenen gerade nützen. Bei Gesprächen, was auch ein Vorteil sein kann für die Wiedergeborenen, sollen auf dem Herz hören, all das, was uns begeistert, vermitteln oder Gefühlen zeigen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen befinden sich in einer Wandlung, eine Reise, auch ein Neuanfang. Es ist zwar noch nicht eingetroffen, aber es nähert sich diese Bewegung. Das kann auch ein neues Studium sein, etwas Neues lernen, auf dem Reise zu gehen oder verändert sich ihre Charakterzüge, ihre Persönlichkeit. Also befinden sich in einer Bewegung, eine Art Wandlung. Die Stiergeborenen haben mehr Mut und Kraft, auch mehr Möglichkeiten gerade. Trotzdem noch ein bisschen Geduld. Ein Gespräch kann im Augenblick zu Missverständnissen führen. Kann auch bedeuten, dass die Stiergeborenen auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht. Aber das bewegt sich etwas, das verbessert sich etwas. Bei den Gesprächen eher abwarten, geduldig sein, bis ein richtiger Moment kommt. Und bei den kommenden Tagen kommt etwas in Form und kleinere Veränderungen sind möglich oder eine Reise hat gerade eine Wichtigkeit bei den Stiergeborenen oder Planung, eine Reise zu planen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg, ein beruflicher Aufstieg. Aber die Zwillingsgeborenen haben nicht nur in beruflichen Situationen Glück, Chancen, Möglichkeiten, sondern auch in die Liebe. Und eine gute Nachricht, schöne Gespräche sind auch zum Erwarten. Was bei den Zwillingsgeborenen noch auffällt, sie fühlen sich momentan erschöpft und kraftlos. Also die Ruhe bewahren, weil in Ruhe liegt die Kraft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sind etwas eingeschränkt und nervös im Augenblick. Ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen, kommt wieder die Ruhe, verbessert sich die Situation. Eine Nachricht ist auch zum Erwarten. Ein bisschen Geduld noch. In die nächste Zeit wird wichtig sein bei den Krebsgeborenen Freundschaften, ein Hobby, eine Veranstaltung oder ein Verein, aber auch die Liebe. Und viele Krebsgeborenen planen etwas Neues beruflich. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen wirkt immer noch Regulus, dieser königliche Stern, wo die nördliche Himmelsrichtung bewacht hat. Und dieser Regulus ist nichts anderes als das Herz der Löwen. Und die Löwengeborenen sollen gerade an ihren Herz hören. Es kann auch eine Liebesangelegenheit sein oder die Begeisterung. Etwas, was die Löwengeborenen begeistert, das sollen sie vermitteln im Augenblick. Und sie haben auch die inneren Gleichgewicht. Schöne Gespräche, gute Gespräche sind auch zum Erwarten. Wichtig ist, die Herz auf dem Herz hören. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich etwas unsicher. Sie sollen noch warten. In die kommenden Tagen kommt die Bestätigung oder kommt etwas in Form. Es ist auch wichtig, eine Nachricht. Es ist nicht heute,
diese wichtige Nachricht, aber es nähert sich etwas. Etwas ist schon unterwegs und das kommt in die kommenden Tagen und damit können die Jungfraugeborenen rechnen. Dann wichtig ist bei den Jungfraugeborenen Entscheidungen treffen. Wo sollen sie aktiv sein, sich zu präsentieren, zeigen, sich zu vertreten oder ihre Meinung zu vertreten und wo sollen sie eher zurückhaltend sein und auch die Gespräche meiden. Und das sollen sie feinfühlig abwiegen, die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein Loslassungsprozess und das ist schwierig. Von etwas verabschieden oder trennen. Aber genau daran liegt auch das Glück. Und wenn Sie das schaffen, dieser Schritt zu wagen, von etwas trennen, von etwas kündigen, etwas loslassen, von etwas verabschieden, dann merken Sie mehr Kraft und mehr Möglichkeiten öffnen sich auf einmal. Und daran liegt das Glück. Und das ist der Prozess, wo sich gerade die Wagengeborenen befinden. Und sie sollen Ziele setzen. Diese Ziele sind erreichbar, kommt auch etwas in Form. Und sie sollen die innere Ruhe bewahren, weil das bringt nicht nur die Kraft und die Ruhe, sondern auch das Glück bei den Wagengeborenen. Sie sollen auch das Ich vertreten, ihre eigenen Meinung oder an sich selber denken und das mal stärken, das Identität stärken. Und sie werden auch um die Finanzen kümmern. Also die Finanzen haben auch eine Bedeutung, gerade bei den Wagengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist eine kleine Reise möglich und sie werden in die nächste Zeit auch um die Finanzen kümmern. Die Skorpiongeborenen haben Mut und Kraft. Und es ist etwas in Bewegung. Das kann natürlich auch Autos bedeuten oder Sport. Die Bewegung bringt vorwärts gerade die Skorpiongeborenen. Eine Nachricht ist schon unterwegs. Ein bisschen Geduld noch, diese Nachricht kommt. Auch wenn die Skorpiongeborenen momentan noch unsicher fühlen, es kommt in die Tagen die Bestätigung und kommt ein Vertrag, kommt ein Termin oder eine wichtige Nachricht. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein gutes Gefühl. Sie spüren auch die Leichtigkeit. Es kommt auch etwas in Form und sie erreichen auch ihre Ziele. Es sind auch schöne Gespräche zum Erwarten oder eine gute Nachricht oder ein Vertrag. Es ist wichtig auch die Sicherheit und Stabilität und daran kümmern gerade die Schützengeborenen. Kommt aber noch in Bewegung etwas. Und das ist die vertraute Umgebung, da liegt das Glück. Aber die Schützengeborenen fühlen sich im Augenblick etwas kraftlos und sie sollen auch die Ruhe bewahren, weil da liegt die Kraft. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben mehr Klarheit. Ist auch ein Neuanfang möglich, aber das hindert noch etwas die Vergangenheit. Also das Glück liegt daran, von etwas noch verabschieden. Bei diesem Neuanfang, dieser Vorwärtskommen, dieser Bewegung sind noch Hindernisse da. Und das sollen die Steinbockgeborenen klar und deutlich erkennen. Vielleicht nicht im heutigen Tag etwas Neues starten, weil da sind noch die Hindernisse da, sondern das eignet sich besser dafür in die kommenden Tagen. Dann kommt etwas in Form und es gibt Sicherheit und Stabilität. Im Augenblick nur damit bewusst sein, was sollen Sie noch verabschieden, loslassen, von etwas zu trennen. Oft sind das die eigenen Gefühle wie Angst und Zweifel. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen spüren die Leichtigkeit. Viele Wassermanngeborenen stehen vor einem Neuanfang. Die Möglichkeiten, Chancen und auch das Glück ist da. Worauf die Wassermanngeborenen achten sollen, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen, Gespräche führen, die Kontakte suchen, weil das bringt auch vorwärts etwas bei den Wassermanngeborenen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen, sie können jetzt aufatmen. Es ist mehr Leichtigkeit in die Tagen.
Und sie sollen auch Gespräche suchen mit anderen, auf anderen zuzugehen, aber vielleicht nicht heute, sondern erst in kommenden Tagen. Heute ist das noch zu schwammig, zu unsicher. Also lieber abwarten und erst in kommenden Tagen auf anderen zuzugehen, die Kontakt suchen, die Gespräche suchen. Und sie sollen auch ihren inneren Kraft spüren, das auch einsetzen und auch ihren inneren Stimme, das ist immer die Stärke der Fischengeborenen und auch ihren kreative Art und Weise. Die Leichtigkeit ist aber schon da, auch die Bewegung, aktiv zu seinen Gespräche führen, vielleicht nicht im Augenblick, sondern erst in kommenden Tagen. Diese täglichen kosmische Energie beeinflusst unserem Leben, beeinflusst unserem Alltag. Und jede Tierkreiszeichen erlebt das anderes. Aber das ist immer noch zum Allgemein gehalten. Es wirkt auch bei den einzelnen Menschen ganz anderes, ganz spezifisch, weil das ist maßgeschnitten. Und dabei kann ich Ihnen helfen, die richtigen Augenblicke im Leben zu erkennen, welchen Tag bringt Glück, in welchem Lebensbereich ist das Glück, wo sind Hindernisse, Blockade. Da habe ich auch meine eigene Methode. Mit 4 Schritten kann man diese Blockade auflösen. Und dieser Wissen geht in die alte persische Astrologie zurück. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.